Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag Nummer 10. Wir sind in Sees, das ist gleich bei Bourg-Jean-Maurice. Jetzt beginnt der Anstieg zum höchsten Pass der bisherigen Tour, nämlich zum Col d'Iseran. Aber diesmal nicht auf Rot, sondern auf Asphalt. Das heißt, ihr solltet etwas flotter vorankommen. Freue mich schon sehr drauf. Das Wetter ist super, also perfekte Bedingungen, um da heute hochzufahren. Ich hoffe, es ist nicht zu viel Verkehr, dass wir die Landschaft auch voll genießen können. Und damit los geht's. Es ist steil, aber die Temperatur ist sehr angenehm. Wir fahren immer noch im Schatten. In der prallen Sonne wäre es jetzt echt ziemlich hart. Der Blick auf Tignes-Brevier liegt so auf 1500 Meter. Hier sind überall Skipisten und hier vorne im Bild sieht man sogar einen Zeltplatz. Und bei uns geht es jetzt hier weiter. Wir sind auf der Nebenstrecke unterwegs. Über uns hängt noch eine Gondel für den Liftbetrieb, weil hier sind überall so Beschneiungsanlagen auf der Straße. Schaut ein bisschen verrückt aus. Aber offensichtlich ist das hier die Skipiste im Winter. Wir sind in Val d'Isère angekommen. Wintersportort, aber auch im Sommer ist hier einiges los. Wahrscheinlich viel weniger als im Winter, weil einige Hotels zu sind, aber jetzt sind wir froh, dass wir die Stadt hinter uns gelassen haben und es dann etwas ruhiger wird. Weil der Verkehr hier rauf war doch ganz schön dicht. Und der schönste Teil der Auffahrt, der kommt erst jetzt. Das war die Ausbeute aus dem Supermarkt. Das Günstige, was es gab. Bananen waren 5 Euro das Kilo, hast du gesagt. Da haben wir gesagt, das machen wir jetzt dann doch nicht. Aber wir haben Snickers, richtig vollwertige Ernährung. Da sind Nüsse drin, bestimmt gesund. Hier sind bestimmt auch irgendwelche Spuren von Vitaminen drin, oder? Mit Sicherheit. Und da, ich meine, das ist sowieso, also ich meine, das ist ja aus Orangen, ja, also das kann ja nur gesund sein. Die Trockenheit ist gerade unglaublich. Ich bin in eine Bar rein, weil die Brunnen alle kein Wasser mehr hatten. Echt irre. Ein lauschiger Zeltplatz direkt in Val d'Isère, im Ortsausgang. Ohne Schatten, ohne irgendwas, naja. Wir fahren jedenfalls weiter. Die Aussicht wird immer besser. Wir sind jetzt auf 2100 Meter. In der Bildmitte im Tal unten liegt Val d'Isère und links geht die Straße weiter. Ein absoluter Traum. Ja, auch das Wetter sieht ganz hervorragend aus. Ja, wirklich Glück, heute wird es nicht regnen. Ist jetzt kurz vor 3. Etwas spät, aber egal. Dann fahren wir am späten Nachmittag bergab. Traumhaft schön. Oh, diese Weite. Das kommt gar nicht so raus auf der Kamera. Das ist unglaublich. Aber die Grenze zu Italien ist auch nicht weit, bloß ein paar Kilometer Luftlinie, also wirklich mittendrin. Super, super schön. Traumlandschaft, aber diese Skipisten hier und diese ganzen Liftanlagen ist weniger toll. Da sieht man es richtig, wie sie den Hang begradigt haben.
Was für ein Panorama. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach super. Wir haben es geschafft, wir sind wirklich oben. Nach gut 5 Stunden Fahrzeit von Bourg-Saint-Maurice sind wir jetzt oben am Col d'Iseran. Da vorne ist das Passschild 2700 und noch ein paar Meter. Ein Traum. Seht euch diese Aussicht an. Leider ein bisschen viel Touristen, aber gut, was will man erwarten? Das ist eine Passstraße, wo man hochfahren kann im Auto. Traumhaft schön. Immer noch relativ mild für die Höhe. Sonne scheint, hier kann man es ganz gut aushalten. Aber jetzt schauen wir, dass wir bald runterkommen, dass wir wieder einen schönen Zeltplatz finden, dass wir uns duschen können. Das ist jetzt echt nötig. Also es war wirklich hart, aber wunderschön. Judith, dein Eindruck von der Auffahrt, wie war's? Auf der einen Seite total schön, auf den letzten 200 Höhenmeter war ein Kampf. War wirklich hart, vor allem noch der Gegenwind dann zum Schluss. Aber landschaftlich super. Das und Rennradler, die einen locker flockig überholen. Ist schon herb. Die fahren dafür ohne Gepäck, wir mit, wir haben das Zelt dabei. Und genau, das machen wir jetzt, suchen wir uns einen schönen Zeltplatz. Ich glaube, man kennt es nicht auf der Kamera, aber das ist ein Steinadler. Wow! So, wir haben es geschafft. Wir sind in Lons-le-Villard angekommen, im Tal. Haben die Iseran heute gepackt. War eine super Tagestour. Über 2000 Höhenmeter mal zurückgelegt und 80 Kilometer. Also ganz ordentlich. War einfach eine tolle Tour. Ein bisschen zu viel Verkehr. Schade manchmal. Sonst hätte man die Landschaft noch mehr genießen können. Aber ansonsten großartig. Jetzt haben wir hier einen Zeltplatz gefunden. Jetzt werden wir uns was zu Abend kochen. Und dann lassen wir es für heute gut sein. Und damit bis morgen. Wir sind jetzt in Lons-le-Bourg. Hier beginnt der Abzweig rauf zum Col du Mont-Cenis und dann rüber nach Italien, nach Susa. In der Auffahrt zum Col du Mont-Cenis. Da sind wir losgefahren, in der Ortschaft unten. Sieht gar nicht so tief aus, sind aber 550 Höhenmeter. Und wir sind aktuell auf 1952. So, wir haben es geschafft. Wir sind oben am Col du Mont-Cenis auf 2084 Meter. Hinter mir ist das offizielle Passschild. Etwas unspektakulär direkt am Parkplatz. Und so schaut es hier aus. Naja, wir schauen, dass wir jetzt wieder runterkommen. Jetzt kommt gleich so ein Stausee und daneben suchen wir uns dann ein schönes Plätzchen für eine Pause. Ist Hannibal hier rüber? Keine Ahnung. Aber die Tour de France auf jeden Fall, die ist hier rüber. Und hier sieht man es auch nochmal. Lustig. Jetzt sind wir fast unten im Tal. Irgendwo da unten muss Susa liegen, nicht mehr weit entfernt. So, was für ein Tag.
Er neigt sich langsam zu Ende. Wir sind ungefähr 10 Kilometer von Susa entfernt. Hat alles wunderbar geklappt. Die Abfahrt war super. Zwar auf der Straße, aber perfekt ausgebaut. Und ewig lang ging es runter. Jetzt sind wir auf so ungefähr 450, 500 Metern. Ein bisschen außerhalb von Susa. Zelt steht schon auf einem Zeltplatz. Allerdings hat sich die Weiterfahrt ein bisschen verzögert. Und zwar haben wir in Susa doch noch mal einen etwas längeren Stopp einlegen müssen. Wir wären schon längst da gewesen. Nämlich bei meinem Hinterrad. Da ist hier die Achse bzw. das Lager ein bisschen verschlissen, beides. Und da brauche ich was Neues. Jetzt sieht es so aus, dass es das nicht gibt. Also wir waren im guten Radgeschäft und der meinte auch so, ja, keine Chance. Im Prinzip, ich brauche ein neues Hinterrad. Naja, jetzt werden wir morgen die Route ein bisschen ändern, Richtung Turin weiterfahren und gucken, dass ich da Ersatz bekomme. Also in dem Sinne würde ich sagen, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, heute ist Tag Nummer 12 und der Lärm passt genau zum Lärm, den nämlich mein Fahrrad macht. Meine Hinterradnarbe wird immer lauter, immer schlechter und lang hält die, glaube ich, nicht mehr durch, dann fällt es auseinander. Wir sind mitten in Turin angekommen, einen richtigen Sprint hingelegt zu zwei Fahrradgeschäften, leider beide wegen Urlaub geschlossen. Jetzt müssen wir nachher weitersuchen nach der Mittagspause, aber wir essen jetzt erstmal was. Und dann hoffen wir, dass wir danach ein bisschen mehr Glück haben, ein Geschäft zu finden, das offen hat und das hoffentlich die Ersatzteile da hat. Wünsche uns Glück. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Tag Nummer 13, genau. Jetzt haben wir lange gesucht. Beim dritten Anlauf, beim dritten Fahrradgeschäft hatten wir Glück, wo wir die Reparatur durchführen lassen konnten. Die hatten alle Teile da, das war super. Hat aber länger gedauert als gedacht und jetzt hatten wir den geplanten Ruhetag, den wir gestern machen wollten, auf heute verlegt. Heute lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen. Wir sind mal in einem etwas anderen Ambiente, nämlich in einem B&B untergekommen. Direkt in Turin hier mittendrin. Und lassen es uns heute mal ein bisschen gut gehen. Also machen ein bisschen entspannt, weil ab morgen soll es auf die Strade La Sieta gehen. Wir sind sehr gespannt, ob das alles klappt. Das Wetter ist so ein bisschen wechselhaft angesagt. Und da oben sollte es schon wirklich passen. Es geht auf deutlich über 2000 Meter rauf. Also wird auf jeden Fall richtig spannend. Die Weiterfahrt verzögert sich um wenige Augenblicke. Das kann auch ewig dauern. So, Hund, jetzt ist Schluss. Wir fahren jetzt. Das war schon wieder mit Teil 3. Aber schon in Kürze geht es weiter. Und die Berge werden hoch und wild. So viel kann ich schon jetzt versprechen. Es geht rauf, hoch auf alte Militärstraßen. Also, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniert unseren Kanal. Und bis dann. Servus.